Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Transport FIFA 2. Ich habe mal ein bisschen weiterlaufen lassen, habe off-cam ein bisschen was gebaut und vor allem das Wirtschaftssystem mal ein bisschen verbessert. Ihr seht es, wir haben gar keine Schulden mehr und sind 15 Millionen im Plus. Wie habe ich das gemacht? Naja, einerseits der Intercity, der zwischen hier und da gefahren ist, den habe ich komplett gelöscht, weil der hat Miesen gemacht, beziehungsweise nur bei einer Richtung Gewinn. Das hat einfach zu viel gekostet. Jetzt sind nur noch Regionalverbindungen unterwegs, also ein Zug von da oben nach da. Dann gibt es 9 Regio von da nach da hier. Und halt noch den letzten Regio, den wir gemacht haben, von da nach da. Den habe ich vorher bis da runterfahren lassen, aber der ist dann auf dem Part hier extrem ausgelastet gewesen, da aber nicht. Also habe ich das aufteilt. Nur Regio. Intercity kommt dann erst später. Was habe ich noch gemacht? Bei Hefei habe ich eine zweite Industrie angeschlossen. Und zwar hier Kohle von da zu diesen Gasworks hier. Da habe ich jetzt einfach mal 2 hingeklatscht. Und die ist schon voll ausgelastet und die ist bald dabei. Und da ist hier Gütertram unterwegs, die wir ja hinten schon eingesetzt haben. Und damit es ganz ein bisschen schneller geht, habe ich hier so eine Tramstrecke einfach mal hier sogar abgezogen, damit wir hier das Eck hier umfahren. So, das heißt für uns, wir können erstmal ein bisschen basteln und ich habe Geld. Aber eine Sache habe ich noch gemacht. Hier hinten habe ich dann doch ein bisschen ausgebaut. Ich habe das mal ein bisschen verschönert. Ich habe da eine kleine Abstellung gemacht. Da stehen dann auch ein paar Wagen hier. Also da kann ein Zug hier starten oder so. Und ich habe die neue Drehscheibe hier platziert. Also einerseits hier so Fernmeldehäuschen, Dieseltankstelle, Wasserturm mit einem kleinen Wasserkran hier, ein bisschen Gebäude. Da kann man hier drüber gehen. Da sehe ich gerade, fehlt mir der Anschluss noch da drüber. Und ja, das ist die ganz neue Drehscheibe, die es im Workshop gibt. Wobei, ganz neu stimmt jetzt auch nicht ganz. Mittlerweile ein paar Wochen schon draußen. Aber jetzt das erste Mal, dass ich sie in Verwendung habe. Und die finde ich eigentlich echt schön. Die kann man richtig groß machen, das kann man konfigurieren, wie viel Schuppen das ganze Ding hat. Das Einzige, was ich noch nicht getestet habe, ist, ob sich das Teil dreht, wenn man da einen Zug rausschickt. Und ich würde das mal probieren, dass wir das Depot hier nehmen. Oder wird das als ein Depot gewertet? Ah, ich glaube, die Drehscheibe an sich ist das Depot. Also wir testen das mal. Was ist das billigste? Betriebskosten, Kosten. Echt, das ist das günstigste? Die E-Log? Also weil es eine Fake-Log ist. Dachte ich schon. Okay. Nehmen wir mal diese britische Dampflok hier. Kaufen. Und dich schicken wir mal auf die gelbe Linie. Ach so, die glitscht dann da einfach drüber, oder was? Oh. Ach cool, die Drehscheibe dreht sich hier dann doch. Hey, cool. Und dann wieder Retour. Okay, dann kann man dich wieder verkaufen. Ist ja cool. Das heißt, wenn wir da einen Zug reinschicken, dann dreht sich das Ganze. Schönes Teil. Gefällt mir. Ja, hier hinten dann noch ein bisschen Kohle. Das kommt halt mit dieser komischen Schiene da dran. Da kann man ja noch ein bisschen mehr dazu bauen. Das haben wir ja bei dem allerersten Depot gesehen, was ich gebaut habe. Oh, hier raucht es dann. Ja, mehr ist es nicht. Also das ist einfach nur so ein Mini-Depot, wo die halt hier ihre Abstellung drin haben. Hier ist eine Tram unterwegs. Bin mir nicht sicher, ob ich die in der letzten Episode schon gezeigt habe, dass ich hier das Upgrade gemacht habe. Das ist die Wiener Tram hier. Jo. Okay. Also, wir werden uns damit anfangen, dass wir das Teilstück hier fertig machen und hier den großen Kopfbahnhof machen. Und dann später hier die Kreuzung. Erstmal beides als Ganzes bauen, dass die Strecke hier ganz normal hier runter geht. Und dann danach die Kreuzung. Irgendwie so. Und dann wäre halt noch die Sache, dass wir hier Gaiyangon hier mit
Lebensmitteln beliefern müssten irgendwie. Wie sehr bist du ausgelastet? Noch nicht so wirklich. Aber da habe ich ja gesagt, da will ich jetzt... Ja, wobei, es wird schon gehen von da. Eventuell, dass wir hier unten Terminal machen. Aber ich glaube, wir bauen das irgendwo neu. Weil ich meine, wir haben hier ja die zwei Farmen da. Aber uns fehlt es am Bauernhaus. Ah, Lebensmittelfabrik. Ach nee, hier hinten. Irgendwie so da rüber. Und das elektrisch. Sollen wir vielleicht diese Verbindung zuerst bauen? Aber wenn ich das in den Schwimmbau mache, dauert das länger. Machen wir erstmal das hier. Okay, Yangon. Wir machen mal hier wieder auf Play. Gebäude. Wo ist dieser Bahnhof, den ich mir dafür ausgesucht habe? Wo ist das? Ja, genau. Die Madrid Delicias Station with Cargo Station. Hier einmal auswählen. Gleistyp Standard, Oberleitung. Lamptype 1900, 1950. Machen wir 1950. So, und das Ding ist, es ist ein riesen Oschi. Schaut mal, wie riesig das Teil ist. Wo pflanze ich dich denn hin? Und wie ist der Gleisanschluss da? Es geht hier so gerade raus. Könnte ich dich eigentlich an ein Gleis ransnappen? Ich muss es mal kurz probieren. Ja, das geht. Muss man vielleicht zuerst die Strecke dahin machen. Immer gerade unschlüssig. Ja, aber ich glaube, wir werden den... so platzieren. Cool. Interessant. Ich muss mal die... Aber jetzt was, wir tun jetzt gerade hier schon mal die Assets, also die Bäume hier bereinigen. Das ist Löschtool. So, das gehört alles dazu. Okay. Ich muss sagen, dass hier das Terrain komisch aussieht. Da bin ich jetzt kein großer Fan davon. Das ist also das Cargo Terminal. Ach, cool. Ah. Interessant, da gehen die Schienen da so weiter. Und dann hier rein und hier hat es dann so kleine Drehplattformen. Interessant. Und da geht es auch mit der normalen Schiene wieder weiter. Und das dürfte hier auch noch Abstellung sein. Da finden überall die Puffer hier. Und das ist der Hauptbahnhof an sich. Oh, das sieht echt schön aus. Und auch hier hinten fehlen die. Die müssen wir also alle noch platzieren. Au, schöner Bahnhof. Riesiges Gleisvorfeld. Da könnte man noch einen kleinen Markt oder sowas reinbasteln. Hier braucht es dann irgendwie ein paar Autos oder so. Dann ist die Frage: Bus und LKW können da hier reinfahren. Wo fahren die dann hier rein? Doch bitte nicht über den Bahnübergang hier. Das ist doch eher für Fußgänger da. Ach, das ist individuell. Die könnte ich noch ändern. Was würde denn hier mehr Sinn machen? Ja, ich glaube, ich hätte hier noch gern so ein Kreuz. Sieht besser aus. Okay. Spannende Sache. Jetzt werde ich erstmal schauen, ob ich hier das Terrain sauber machen kann. Ja, ich kann. Und hier hinten geht die Straße auch weiter. Wie sieht das jetzt aus? Das einzige...
Okay, das ist jetzt alles hier Cargo. Mache ich denn das jetzt am blödesten? Und hier Oberleitung. Okay, wir probieren es einfach mal. Gleise. Hier am Anfang hätte ich jetzt mal gesagt 80. Und hier bleiben wir mal schön gerade, damit das hier alles passt. Ja, Bahnhofseinfahrt mit 80. Und das zweite Gleis hier. Und dann braucht es auch noch diese ganze Abstellung hier unten. Das wird spannend. Ah, ich glaube, ich muss hier viel früher mit der Kurve anfangen. Wissen Sie auch nochmal zwei Gleise? Okay, das sieht jetzt aber sehr bescheiden aus. Das macht er auch hier hinten. Das ist nicht gut und da kann er auch nicht verbinden. Das heißt, diese Abstellung wird dann ohne Oberleitung sein. Ganz kurz Werkzeuge. Das kann man auch nicht mit Oberleitung machen. Okay, alles klar. Ohne Oberleitung. Gut, wir könnten mit der Oberleitung... Nein, wir können nicht mit der Oberleitung reinfahren. Und dann einen Abschluss basteln. Ich glaube, wir folgen dieser Kurve da. Kann ich da bei dir... Ah, bei dir kann ich das entlang fahren. Sehr gut. Aber ich kann hier nicht reinfahren, oder? Nee, aber das zählt als ein Objekt. Wir könnten aber hier irgendwie zusammenfahren. Es sieht schlecht aus. Sieht es aus, wenn ich dann hier so zusammenfahre? So, wenn ich jetzt hier die Weiche da drauf machen würde, wie sieht das aus? Es sieht richtig bescheiden aus. Warum kann ich bei dir nicht snappen? Wie sieht das aus? Das sieht auch nicht gut aus. Jetzt müssen wir da ein bisschen weiter nach hinten reinfahren. Wie ist das im Original? Madrid Bahnhof. Wisst ihr was? Ich schau mal ganz kurz in Google nach, wie das im Original hier ist. Und dann werde ich das versuchen, im Original nachzubauen. Also, bis gleich. Okay, da bin ich wieder da. Und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert über diesen Bahnhof. Das war ein Bahnhof in Madrid, der ist jetzt durch einen anderen ersetzt worden. Jetzt ist da ein Museum drin und ist auch noch angeschlossen, aber das ganze Gleisvorfeld ist weitestgehend weg. Ich glaube, ein oder zwei Gleise gehen hier noch raus für das Museum. Der ganze Rest ist weg, aber ich habe ein historisches Foto gefunden. Das blende ich euch mal kurz an dieser Stelle ein. Da seht ihr das und da ist auch dieser große Ringlokschuppen ungefähr im Spiel da. So plus minus. Und es geht auf der rechten Seite vom Bahnhof weiter und hinterm Bahnhof hat es auch noch eine Hauptlinie. Das werden wir natürlich nicht nachstellen, sondern das Gleisvorfeld hier vorne. Ich warte das Ganze jetzt im Speedbuild bauen. Das werde ich jetzt konzentriert bauen, dass ich das Gleisvorfeld da irgendwie 1:1 nachbaue. Und das heißt, wir fahren hier dann zweigleisig raus. Nur hier haben wir ein paar mehr Gleise. Also, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Speedbuild.
Okay, der Speedbuild ist vorbei und ich denke mal, ich habe das Gleisvorfeld einigermaßen richtig hinbekommen. Ja, ich sehe gerade, da fehlt mir noch so ein Puffer. Hier auf dem einen Gleis da. So, komm mal hin. Komm, platzier. Dankeschön. Ich blende euch schon mal ganz kurz das historische Bild ein. Da in der Ecke. Und klar, ein, zwei Gleise fehlen. Also vor allem da hinten hat es ja noch so ein bisschen einen Schuppen, wo noch Gleise und Sachen drinstehen. Das werde ich nicht nachbilden. Und ich glaube, links vor dem Depot geht es noch ein bisschen weiter. Aber man sieht es nicht genau auf dem Foto. Das werde ich auch nicht nachbilden. Aber hier gehen vom Depot noch ein paar Gleise hier so runter auf das erste da. Das habe ich jetzt hier noch ein bisschen nachgebildet. Und jetzt wird der Plan dann sein, dass wir das alles in schön machen. Also hier unten hat es auch noch ein Gebäude. Beziehungsweise so 3, 4, keine Ahnung, was das ist. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber hier gehen so Schienen rein. Man sieht das ganz leicht im Foto. Und die zwei Gleise da hinten, die werde ich nicht anschließen. Das ist hier mit dem Übergang beschissen. Da mache ich irgendwie ein Museumsgleis draus. Aber ich will hier dann schon Güterzüge reinfahren lassen. Aber weitestgehend ist das so authentisch hier, wie das hier von den Weichen her ist. Wie wir das dann hinten weiter anschließen, werden wir sehen. Also in der nächsten Episode Schönbau. Hier alles voll machen, Bekohlungsanlage vielleicht irgendwo hier reinmachen. Mal gucken. Also es ist alle Fälle, ich glaube, ich sehe irgendwas mit Kohle. Weil hier ist im Bild alles schwarz, dunkel. Irgendwie so. Mal gucken. Wird schon was. Und dann fehlen auch noch die ganzen Signale. Mal schauen, wie ich die platzieren werde. Ich glaube, hier drin kann ich nichts platzieren. Das wird spannend. Aber es hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.